Diese Frage ist auch ganz entscheidend, um den Fall Wirecard zu verstehen. Es gibt ein bisschen das, so das Spiel, die Aufsicht, die Finanzaufsicht sagt, die Prüfer waren es, die Prüfer sagen ja, aber die Aufsicht, ich glaube, beide haben ihre Aufgaben jeweils nicht richtig erledigt. Die Wirtschaftsprüfer waren Ernst & Young für die Wirecard AG über 11 Jahre hinweg. Davon haben sie 10 Jahre, nämlich bis einschließlich für das Jahr 2018, uneingeschränkte Testate für die Wirecard-Bilanzen erteilt. Für das letzte Jahr 2019 wurde das Testat schlussendlich verweigert, aber bis einschließlich 2018 gab es diese Testate. Mit dem Testat bestätigt der Wirtschaftsprüfer für den Kapitalmarkt, dass die Bilanzierung des Unternehmens und auch die Lagedarstellung des Unternehmens im Wesentlichen richtig ist, also frei von wesentlichen Fehlern ist. Und das ist für den Kapitalmarkt und gerade für den Kleinanleger ist das Testat ein ganz entscheidender Punkt, weil man natürlich sich darauf verlassen muss, irgendwie ein Stück weit, wenn man Aktien kauft, dass dann eben auch der Wirtschaftsprüfer genau hinschaut, wie Sie sagen. Warum hat das bei EY nicht funktioniert? Das hat uns nicht losgelassen, diese Frage. Wir haben ehrlich gesagt keine befriedigende Erklärung dafür gefunden, aber massive Versäumnisse festgestellt bei der Prüfung. Vor allem dieser Treuhandkonten. Mit den Treuhandkonten, das war das Auge des Hurricanes waren die Treuhandkonten, die Wirecard angeblich geführt hat. Denn auf denen lag in Wahrheit kein Geld, aber sie behaupteten am Ende 1,9 Milliarden hätten da drauf gelegen. Diese Treuhandkonten, die Prüfung von Bankkontoguthaben ist für einen Wirtschaftsprüfer keine besonders schwierige Geschichte. Ja? Also können Sie sich ja alle vorstellen, man geht zur Bank und lässt sich einen Kontoauszug zeigen. So ungefähr ist das. Das heißt dann in der Fachsprache Banksaldenbestätigung. Also eine Bestätigung der Bank, das Konto gibt's und da ist auch Geld drauf. Und zwar so und so viel. Das ist ein Standardprozess bei Wirtschaftsprüfern. Natürlich ist das bei Treuhandkonten noch ein bisschen komplizierter, weil da ist noch ein Treuhänder dabei etc. Aber eigentlich ist es nichts Kompliziertes, diese Kontoguthaben zu verifizieren. Und dazu kommt ja, dass auch der Wirtschaftsprüfer die Vorwürfe gegen Wirecard ja kannte, also wusste, da gibt es auch Gerüchte um diese Bilanzen. Aber es ist krass schiefgelaufen. Und ich will vielleicht mal ein Beispiel nennen, wie sehr das schiefgelaufen ist. Für das Jahr 2018 haben wir bekommen den Prüfungsnachweis, den EY für diese Treuhandguthaben verwendet hat. Das war eine DIN A4-Seite mit dem Briefkopf des Treuhänders, den Wirecard in Singapur eingesetzt hat, der insgesamt über 1 Milliarde Euro für Wirecard verwaltet haben soll. Und da war der Briefkopf der Firma drauf, Citadel Corporate Services Singapur, Postadresse und so weiter. Dann war ein deutsches Datum, 6. Juni 2018 oder sowas, also so wie man in Singapur halt das Datum schreibt. Also es war ein deutsches Datum auf dem singapurischen Dokument. Und dann standen da Zahlen, die angeblich da auf dem Treuhandkonto liegen und dann war der Name des Treuhänders, Unterschrift, Stempel. Also die haben letzten Endes einen Treuhänder in Singapur irgendwie gehabt, der steckte mit denen unter einem Boot, das Dokument war gefälscht. Wir haben dann in dem elektronischen Dokument mal ein bisschen rumgespielt und haben dann mal auf das Unterschriftenfeld geklickt mit der Maus und wenn man das machte, sprang ein Pop-up-Fenster auf und da stand dann oben irgendwie der Name Oliver. Oliver war der Geschäftsführer einer Wirecard-Gesellschaft, die angeblich mit diesem in Singapur Geschäft machte, aber Oliver war sicher nicht der Treuhänder. Also sowas Einfaches hat EY nicht gesehen, nicht registriert, sonst hätte man sofort sehen müssen. Also in Singapur heißt man selten Oliver, der Treuhänder hieß anders, der hieß Shanmugaratnam hieß der. Also nicht Oliver, sondern Shanmugaratnam. Und dann haben wir uns Herrn Shanmugaratnam noch mal ein bisschen angeguckt. Wir sind ja keine Forensiker, keine Kriminalbeamten. Wir haben auch keine geheimen Ermittlungsmethoden. Wir haben mal auf Facebook geguckt nach Shanmugaratnam. Shanmugaratnam. So. Und den Mann hat man auch gefunden auf Facebook. Und da stellte sich raus, dass der Herr Shanmugaratnam noch ein anderes Unternehmen in Singapur betreibt, außer Citadel Corporate Services. An derselben Geschäftsadresse war nämlich auch ein Nachtclub angemeldet. Und dessen Geschäftsführer war der Herr Shanmugaratnam und wahrscheinlich auch im Hauptberuf, weil auf seiner Facebook-Seite konnte man auch immer wieder sehen, Abend für Abend, dass er sich dort aufgehalten hat in diesem Nachtclub und dort auch mit den Gästen Kontakt hatte. Und da gab es ganz viele lustige Fotos, die auch alle öffentlich einsehbar waren. Und das war dann der Mann, der unter der gleichen Geschäftsadresse nebenher noch 1 Milliarde für Wirecard verwaltet. Also ich sag mal, es gibt Ansatzpunkte für Kritik an EY und das ist nicht das einzige Beispiel, man könnte noch mehr nennen.
Aber eine richtige Erklärung habe ich nicht. Und zwar deshalb nicht, weil der Fall Wirecard bei EY jetzt nicht in den Händen von ein oder zwei Leuten war, sondern das war ein Risikomandat, das über Jahre hinweg als Risikomandat bekannt war und dort auch behandelt wurde. Das war ein Mandat, ein Prüfmandat, wo schon im Februar 2019, etwa zu der Zeit, wo auch das Leerverkaufsverbot kam und die Financial Times Berichterstattung kam, der Deutschlandchef von EY und der oberste Qualitätsmanager von EY Deutschland in den Fall Wirecard eingebunden worden sind. Also die Top-Ebene, da hat nicht irgendein Prüfteam sich verselbstständigt. Deswegen spricht auch übrigens wenig dafür zu sagen, die sind auch irgendwie geschmiert worden oder bestochen worden. Dafür haben wir keinerlei Hinweise gefunden. Ganz im Gegenteil, es war die Top-Ebene, das Top-Management von EY Deutschland damit befasst. Auch nicht, ich sage jetzt mal, unausgeschlafene Berufsanfänger. Das kann man alles nicht ins Feld führen, sondern es waren hochqualifizierte Wirtschaftsprüfer, die da tätig waren und die sich mit diesen Fragen beschäftigt haben und am Ende trotzdem testiert haben. Vielleicht noch ein Beispiel, um zu zeigen, wie absurd es zum Teil war. Wirecard hat dann den Treuhänder irgendwann von Singapur auf die Philippinen verlegt. Das war schon so ein bisschen, der Bankräuber sieht, dass die Polizei vorm Haus steht, rennt mit einer Tasche voller Geldklumpen in die Garage runter, setzt sich ins Auto, macht die Garagentür auf und fährt davon und da hinten fliegt noch ein paar Scheine hin. So war die sozusagen, der Treuhänderwechsel nach Singapur war schon ein Akt der Flucht, da ging es dem Ende entgegen. Aber es hat noch mal ein paar Monate gedauert. Und in Singapur wurde dann den Wirtschaftsprüfern ein ganz neuer Treuhänder präsentiert. Man hat irgendwie gesagt, den Herrn Scheinburger-Rattmann erreichen wir nicht mehr telefonisch, der ist irgendwie abgetaucht. Jetzt mussten wir die 1,9 waren es dann schon Milliarden irgendwie nach Singapur umparken. Und da hat man einen neuen Treuhänder präsentiert, einen Herrn Tolentino. Herr Tolentino kennt man in Singapur, weil der Mann hat eine eigene Fernsehsendung. Der ist Fernsehanwalt. Und ist ansonsten bekannt dafür, dass er sich mit Scheidungen und Sorgerechtsfällen beschäftigt. Aber der war der Treuhänder für die 1,9 Milliarden. Und dann hat man da also alle möglichen Sachen aufgeführt. Da wurden dann EY-Prüfer und KPMG-Prüfer wurden in irgendwelche Vorstädte von Manila gefahren. Und da hatte man offensichtlich eine komplett extra dafür ausstaffierte Bankfiliale hingestellt. Mit Deko und mit Komparsen, die da drin saßen. Und dann kam irgendeiner, das war aber eine Vorstadt, das war eine Vorstadtbaracke im Grunde, wo die angeblich die 1,9 Milliarden Konto geführt wurden, stellten sich dann Leute vor und sagten, ich bin hier der Manager und ja, das Geld ist da und so. Ist am Ende dann doch aufgeflogen, also Philippinen, Manila hat am Ende nicht mehr geklappt. EY hat dann gesagt, wir wollen jetzt, dass ein Teil des Geldes, 400 Millionen, nach Deutschland überwiesen werden. Und das konnte Wirecard nicht, weil es das Geld ja überhaupt nicht gab. Aber zur Absurdität, ja, also da sind fast 100 Prüfer mit beschäftigt gewesen, monatelang. Und dann hat Wirecard am Tag seiner Insolvenz oder am Tag, als klar war, das Geld fehlt, einen neuen Vorstandsvorsitzenden bekommen. Das war ein Herr Fries, der sollte sowieso in den Vorstand. Und er hatte seinen ersten Arbeitstag im Vorstand an dem Tag, an dem klar war, Wirecard fehlen 2 Milliarden in der Kasse. Auch ein schöner erster Arbeitstag. Aber da dann alle anderen rausgeworfen wurden, musste der Herr Fries an seinem ersten Arbeitstag gleich das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Und der wurde dann angeschlossen an die IT und hat sein Notebook gekriegt und hat dann am Abend im Hotel sich mal so eingelesen in die neue Firma. Und der Herr Fries hat nach einigen Stunden im Hotel am Notebook den Aufsichtsratsvorsitzenden angerufen, Herrn Eichelmann, der übrigens auch auf der Aufklärerseite steht, muss man sagen, es gibt bei Wirecard auch Leute, die aufgeklärt haben, und hat gesagt, Eichelmann, ich weiß, dass es Betrug ist, das Geld kann nicht existieren, es kann auch nie existiert haben. Und die Rückfrage war, warum? Und dann sagte Herr Fries, naja, in Singapur kann man bei Banken Konten in Euro führen, auf den Philippinen ist es aber ein dollarbasiertes Bankensystem, da werden normalerweise keine Euro-Konten geführt, auf den Kontobelegen war aber immer Euro ausgewiesen, ne? Und da hat er gesagt, das ist unüblich, in Philippinen macht man Konto, wenn es nicht die örtliche Währung ist, in Dollar. Es geht auch wohl, dass man Euro-Konten führt, aber dann muss die Bank bei der philippinischen Notenbank ein Fremdwährungsdarlehen aufnehmen und das wird dann in der Bankbilanz als Fremdwährungsverbindlichkeit ausgewiesen und bei der Notenbank in der Bilanz auch als Forderung. So. Und dann hat er sich einfach die Bilanz der Banken angeschaut und gesagt, da gibt es keine Fremdwährungsverbindlichkeiten, diese Bank hat keinen Kredit in Euro bei der Notenbank aufgenommen, insofern kann das Konto auch nicht in Euro geführt sein. Also der Mann hat in 4-5 Stunden aus öffentlich zugänglichen Quellen den richtigen Nachweis geführt, dass die Unterlage gefälscht gewesen sein muss. So absurd war das und natürlich kann man EY die Frage stellen,
warum das über Jahre hinweg niemandem aufgefallen ist.